Welcome to Deponia und herzlich willkommen zu Deponia, der erste Teil. Ich bin's Cookie und ich habe gerade eben mein Let's Play Goodbye Deponia beendet. Und weil ich das Ende so scheiße fand und weil ich auf Steam einfach mir was angeguckt habe, irgendein Spiel, habe ich gesehen, dass es nur 2 Euro gekostet hat und da war es auch ein Grund, es zu kaufen. Ich meine, wir haben ja schon Chaos auf Deponia und Goodbye Deponia gespielt, also könnten wir doch auch den ersten Teil gleich starten. Und ja, eigentlich wollte ich das nicht spielen, weil ich es eigentlich nicht mag. Ich mag den ersten Teil nicht so sehr, weil ich da so viele Rätsel machen muss. Aber es ist eigentlich schon eine gute Idee, das zu machen. Dann hätte ich die Trilogie und ich höre auch auf zu reden. Ich habe es noch nie selber gespielt, ich habe es mir nur einmal angeguckt. Und ja, wir beginnen von neu. Und benutzen das Wow-Rad natürlich. Und los geht's. Hm? Was denn jetzt noch? Sollte das Spiel nicht längst starten? Ja, schon. Aber die Schrottpresse ist kaputt. Und da dachten wir, wir nutzen die Zeit für ein Tutorial. Wer dachte das? Ich brauche kein Tutorial. Und wie willst du dann die Schrottpresse reparieren? Schau einfach zu und lerne. Vielleicht hörst du dir lieber vorher an, was ich zu sagen habe. Du hast hier aber nichts zu sagen. Ach komm schon, dauert doch nicht lang. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich. Mal. Ja. Gott, Leute, irgendwie habe ich ein ganz anderes Gefühl, dass ich jetzt Rufus wieder sehe. Ich weiß, ich könnte ganz normal einfach das Spiel neu spielen, aber... Oh Gott, Rufus! Ich vermisse ihn irgendwie voll. Oh Gott, da kommt wirklich Tränen. Oh Gott, ich heule. Ja, Wenzel, das werden wir schon rausfinden, wer Wenzel ist. Auf jeden Fall ein merkwürdiger kleiner Mann und da haben wir schon einen Bug erfunden. Ach, Rufus. Oh Mann, die Toilettenschüssel. Nee, wir überspringen natürlich das Tutorial, weil ich meine, er ist jetzt tot und er will ja keine Schrottpressen mehr reparieren auf der anderen Seite. Ist auch egal. Wir machen einfach und gehen zurück in der Zeit, wo Rufus noch lebt. Wo alles angefangen hat. Du alte Memme, denkst du hast Probleme, nur weil etwas Abwasch die Spüle verstopft. Spar das Gezeter, gedenke der Väter, sie hausten in Armut umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, ward einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er, ich bin's leid, macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Ossa, er muss dann mal weg. Deponia! Teil 1! Rufus! Nein! Müll! Müll. Noch mehr Müll. Ein Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Ach nein, es ist Müll. So, das reicht. Ich muss hier endlich weg. Gut, dass ich dieses Mal den perfekten Plan habe. Nur noch die letzten Sachen packen und ich bin raus hier. Wo hab ich nur meine Liste hingetan? Mann! Es wird wirklich Zeit, dass ich diesen Schrottplatz endlich verlasse. Nein! Bitte tu mir das nicht an! Das Spiel packt! Aber ich hab's auf Steam gekauft! Und Spiele auf Steam funktionieren immer! Nein! Nee, schon wieder! Ich kann's nicht ertragen, noch mehr Bugs! Ich dachte, ich hab's jetzt vorbei! Nein! Nein! Warum? Warum Bugs? Warte mal kurz, Okay, alles okay. Ich hoffe, in dem Spiel kommen jetzt keine scheiß Bugs. Ganz ehrlich, ich kann es nicht mehr aushalten. Habe ich in den Augen? Bugs. Gut, Chaos auf Deponia. Bugs. Ich wurde zwar dort ein bisschen bekannter durch meine zweite Folge, wegen Zombie-Rufus. Manche erinnern sich vielleicht dran. Aber
Mir ist es total egal, ich will keine scheiß Bugs wiedersehen. Okay, wir brauchen die Liste. Wenn es buggt, dann startet immer das Spiel von vorne. Ich sag euch das. Ich mach das Spiel aus und fang wieder an, ganz ehrlich. Ich will keine Bugs hier haben. Fernrohr. Und mir ist aufgefallen, immer am Anfang des Spiels Müll, Müll, noch mehr Müll. Das finde ich irgendwie richtig cool. Ja, okay, ich fange ja schon an. Wir haben einen Koffer. Ah, da ist ja meine Liste. Schön. Nein, der Schuhbug. Mal gucken. Ich habe scheinbar fast alles, was ich brauche. Es fehlt nur noch etwas Proviant, die Zahnbürste, ein paar Socken und ein Seitenschneider. Ein Seitenschneider? Was zum... Naja, irgendetwas werde ich mir dabei schon gedacht haben. Und da sind schon die Bugs ja da. Ich verwünsche euch, ganz ehrlich. Machst du es bitte wieder auf? Danke. Ich wollte mich eigentlich nur umgucken. Ein Kissen. Nanu, da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. Ja, schön. Ach, mein Rufus, ich vermisse dich. Zum Wohnbereich. Ich werde mit Bugs. Schweißgerät haben wir. Öldose. Truhe. Haben wir ein Schweißgerät. Ich habe keinen Bock mit Bugs zu spielen. Und ich will jetzt wirklich nicht immer von vorne anfangen. Das war nur ein Witz. Dann werden wir ein Spiel nochmal mit Bugs spielen. Aber das ist das letzte Spiel. Wenn das nächste Spiel, was wegen Flaps und Bugs hat, dann hat das Spiel Pech gehabt und ich let's play es nicht. Öldose. Truhe. Das ist die Kiste, die mir mein Vater vermacht hat, bevor er mich im Stich ließ. Und ich will sie nicht öffnen. Ich will keine weiteren Enttäuschungen erleben. Er hat dich auch erschossen, also ich hasse diesen. Ein Zettel. Post. Menstruale Memo. Wieder eine Memo von Toni. Ach, mal sehen, was sie diesmal hat. Wir sind ja in der Wohnung von Toni. Mach endlich das Bad sauber. Puh, das könnte ihr so passen. Ja, wir, Rufus und Ex-Freundin Toni, kennt ihr noch mit der Zigarette immer in dem Mund und mit ihrem fetten Arsch. Mit ihrem fetten Arsch, nicht Mehrzahl, fetten Arsch. Und jetzt unsere Zahnbürste. Hm? Was? Was? Hörst du, die Zahnbürste ist weggelaufen. Ich sollte mir wohl angewöhnen, sie irgendwo aufzubewahren, wo nicht so viele Mikroorganismen wachsen. Toilettentür? Oh, zum Glück ist keiner drin. Was? Zu Hause, Ölü? Okay, ein Pömpel haben wir aber. Ein Pömpel. Waschbecken, Spinntür. Ein Seitenschneider. Und? Hallo? Achso. Und was ist das da? Waschmittel. Okay. Wir haben schon sehr viele Sachen. Toll. Die Zahnbürste guckt da immer raus, oder? Hallo? Spinntür. Bitte schließen. Danke. Dann schließen wir mal die Toilettentür. Es backt und leckt. Das ist ja super. Hallo? Ich sehe meine Maus nicht. Scheiße. Hausapotheke. Verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Och, Tonis Zimmer. Ich weiß nicht, ob wir da reingehen sollten. Ach, egal. Das ist Tonis Zimmer. Die Höhle des Löwen. Oder besser, die Natterngrube. Ach doch, komm rein. Echt? Ja. Was ist das? Ein Fallbeil, damit ich nicht in ihr Zimmer gehe? Mann, die Frau ist gestört. Ich frage mich ernsthaft, warum ich jemals mit ihr zusammen war. Das frage ich mich ein bisschen auch. Ich sehe die Maus nicht. Okay, wir sehen uns gleich. So. Bleib gefälligst aus meinem Zimmer raus. Da hast du nichts mehr drin verloren. Was bildet Toni sich ein? Als hätte ich nichts anderes zu tun, als in ihren Sachen rumzuwühlen. Guck mal, so sieht das Haus also aus. Sehr schön, ist mal ohne Bugs drin. Hinter Tonis Hütte. Put, 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 komm zu Papa. Er verlässt dich nicht und er schießt dich nicht. Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Vielleicht mit einem Pempel.
Ich hasse solche Bugs. Nein, die Ecke war mal ein gutes Versteck. Aber mittlerweile schaut Toni da als erstes nach. Ja. Die Zahnbürste. Kannst du sie nicht rauspumpen? Ach, na gut, dann halt nicht. Hinter Tonis Hütte? Nee, gucken wir uns noch ein bisschen weiter um. Ah, nee, es geht hier noch nur nach da oben. Ach, hier kommt man runter. Ich sehe nix. Nervige Nemo. Das sind ja noch mehr Nemos. Memos. Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in den Ritzen. Na und? Ist doch gut. Mistige Memo. Ach, Memos. Mach endlich den Abwasch. Der macht sich nicht von alleine. Ich lass es mal drauf ankommen. Zickige Memo. Du hast schon wieder mein ganzes Essen verputzt. Stattdessen finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Hallo? Was ist eigentlich mit dir kaputt? Ich verstehe die Frage nicht. Ja, genau, Müll. Alles, was hier ist, ist Müll. Ich dachte eigentlich schon, da steht jetzt leckere Memo. Echt jetzt? Hallo? Sagt er was oder? Okay, Bugs kommen schon wieder. Ein Mantel, komm. Da. Ich schau mal nach, ob ich was Nützliches in den Taschen finde. Ist das dein Mantel? Hey, da war tatsächlich was drin. Eine Socke, cool. Okay, jetzt haben wir eine blaue, eine gelbe und eine grüne Socke. Das ist ja nützlich, gell? Mantel, Kühlschrank, Spüle, Topf. Nehmen wir mal den Topf. Und was ist das? Spüle. Boah, was für eine Plörre. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie Plörre brauchen. Vollgekrümmeltes Sofa. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Aber ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. Schade, okay. Was ist mit Ofen? Da drin ist nichts. Herdplatte. Kalt. Machen wir da mal den Topf vielleicht drauf. Schön, jetzt haben wir einen Topf. Wie wäre es mit Waschmittel? Irgendwas fehlt noch. Wasser oder so? Okay, der Rufus, der Herr Rufus will Wasser haben. Hier. Dann lass mal rein. Mann, ey. Bist du zufrieden, Herr Rufus? Der lässige Rufus, der mir fehlt. Okay, wie wär's mit Handschweißgerät? Das hilft doch bestimmt. Oder so? Um den Ofen anzuzünden, bräuchte ich erstmal was Brennbares. Ach, nimm Toni, die reicht doch. Wie wär's mit den Zetteln? Und rein damit. Sag ich doch, super. Unnötig und brennbar. Und gut für die Umwelt bestimmt. Schön. Unser Wasser kocht. So, jetzt backt's wieder rum. Wir sehen uns gleich wieder.